Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist immer noch Chris. Willkommen in meiner Garage. Heute geht es weiter mit dem Innenausbau meiner Wohnkabine. Ich muss zugeben, ich war jetzt, ich glaube, 3 Wochen lang habe ich kein Video hochgeladen. Ich hatte gute Gründe. Zum einen, erstens mein Laptop nicht nutzbar gewesen. Jetzt habe ich einen neuen. Das andere war, ich war 2 Wochen in Quarantäne. Ich hatte Kontakt zu einer zum Corona-Patienten auf der Arbeit, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat, und ich durfte 2 Wochen lang die Wohnung nicht verlassen. Ist ganz schlecht, wenn man hier so eine Garage hat und eigentlich hier was bauen möchte, ne? Wenn man 2 Wochen zu Hause hockt. Alles gut, ich bin gesund geblieben, ich hatte nichts. Ja, nicht lange quatschen, ich zeige euch ein bisschen, wie es weitergeht. Erstmal ein paar Bretter sägen und dann zeige ich euch, was ich da drin gebaut habe. Ich halte hier nochmal den Ärmel davor, dass ihr das nicht sofort seht. Ich habe hier einen Doppelboden, das da. Dann habe ich hier die ersten Teile von der Sitzbank. Und jetzt gucken wir hinter die Wand. Und da sehen wir, dass da unten, das ist ein Ausschnitt. Der geht runter bis in den Doppelboden. Da unten ist später dann mal da unten Wasser und Elektrik drin. Und jetzt, tada, ein Loch im Boden. Denn wie man sieht, ich habe das hier asymmetrisch gebaut. Da geht es weiter nach vorne als hier. Und ja, eigentlich wollte ich nur, dass von hier das Wasser hochkommt, hoch da in die Spüle. Jetzt habe ich da zu weit gesägt, weil ich ein bisschen dumm bin. Manchmal. Ja, ich weiß nicht, kann man da vielleicht so eine Flasche Wasser reinstellen oder... Ah, noch bessere Idee. Genau, wenn man hier beim Frühstücken am Tisch krümelt, kann man hier die Krümel einfach so da in den Mülleimer. Ich glaube, brauche da einen Mülleimer rein, oder? Hat jemand eine noch dümmere Idee als ich? So Leute. Kleines Update zu meinem Missgeschick, das ich hier unten hatte. Ihr seht, ich habe hier schon einen kleinen Fortschritt erzielt. Kann man das sehen? Ich zeige es euch gleich mal in der Nahaufnahme. Ich habe das Loch hier jetzt geflickt, ein bisschen Fusch würde ich schon nennen, aber es kommt noch ein Bodenbelag drüber. Also die Holzoptik oben hier auf der Fläche wird nicht bleiben, da kommt noch ein Belag drauf, der ein bisschen strapazierfähiger ist. Und dann sieht man mein kleines Malheur wahrscheinlich auch nicht mehr. So, das ist hier das Podest, beziehungsweise der Doppelboden hier. Und da seht ihr, habe ich einfach nochmal ein Stück zurechtgesägt. Das habe ich hier mit ein bisschen Sägemehl und Leim die Lücke noch zugemacht. Hier sind 2 Dübel drin, die hier die Verbindung richtig stabil machen sollen, und dann soll das wohl wieder funktionieren. So, hier ist der Doppelboden, den man öffnen kann. Darunter ist hier der Tank, hier kommen Batterien hier rein. Dann ist hier, kann man das sehen so nah, also
Hier ist dann die erste Sitzecke links. Dann kommt hier noch ein bisschen Rückenlehne, dass man später hier den Auszug vom Bett oben auf die Kante ablegen kann. Hier noch ein bisschen Fenster und dann kommen hier oben ja noch irgendwo die Hängeschränke wieder rein. Ja, und jetzt, wo ich mir hier meine neuen Sitzecke ein bisschen bequem gemacht habe, kleine Info noch hier zu dem Schrank. Ich werde hier unten wahrscheinlich noch ein bisschen was ändern müssen. Das heißt, der unterste Boden hier, der wird vermutlich weichen, denn ich habe mich ein bisschen verkalkuliert mit meiner Kühlbox, die da steht. Die sollte ja da auf das unterste Fach rein, da unten. Das passt von der Höhe her nicht. Ich habe da irgendwas, habe ich wohl verpennt. Dann überlege ich, wie ich diese Schrankfront hier mache, weil ich muss da noch ein bisschen was vormachen. Ich habe jetzt überlegt, da einfach so eine Platte vorzumachen. Die Ausschnitte hier, die werde ich auch wahrscheinlich mit einer Klappe jetzt lösen. Ich hatte erst überlegt, so eine Art Rollo, also so ein Schieber zu machen. Ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Nennt man das Rollladen? Dass man halt so hochschiebt und dann verschwindet das hinten wie bei so einem Aktenschrank. Der Matthias Ochs hat das ja in seinem Camper auch so gemacht und ich vermute, es ist gar nicht so schwer, das selber hinzukriegen. Aber ich bin noch mit mir am Hadern. Ich muss es ja nicht komplizierter machen als nötig, oder? Deswegen einfach eine Klappe, die vielleicht am besten sogar nach unten aufklappt, denke ich, könnte auch eine gute Idee sein. Weil mir geht es ja auch so ein bisschen ums Gewicht, ne? So eine Klappe lässt sich wahrscheinlich leichter vom Gewicht umsetzen als so ein Rollo, was sich hoch und runter schieben lässt. Ja, und nach unten klappen, weil wenn man Buckelpiste gefahren ist und da purzelt alles wild hin und her und man klappt das Ding nach oben auf, kann es das sein, dass ihm das ganze Geraffel entgegenkommt. Deswegen möchte ich das nach unten aufklappen. Dann kannst du mich von oben reingreifen und den ganzen Schrott wieder reinschieben. Ist euch eigentlich aufgefallen, was hier für ein Platz geworden ist? Guck mal hier. Hier aus der Perspektive sieht man es jetzt einigermaßen. Ich habe die Kabine ein bisschen weiter Richtung Tür geschoben und ein bisschen weiter an die Wand ran, dass ich hier mehr Platz habe zum Arbeiten. Wo ich sonst jedes Mal, wenn ich die Säge vorne am Tor stehen hatte, jedes Mal rumrennen musste durch den schmalen Gang, der da war. Super nervig. Und jetzt kann man hier richtig schön arbeiten. So, neues Zwischenergebnis. Ich habe jetzt hier mal was hingeklebt und geschraubt. Das ist hier so ein bisschen Abstand zur Wand. Das ist dazu da, dass man sich nicht die Birne anhaut, wenn man sich schwungvoll in den Sitz schmeißt. Da drüben natürlich auch. Das ist immer ein bisschen sinnvoll, hier ein bisschen Luft zu lassen. Dann natürlich hier eine Rückenlehne, die geteilt ist. Wenn man das hier, also da unten kommen nochmal jeweils Scharniere hin, damit ich das dann hier, was soweit ist, aufklappen kann. Und das Gleiche passiert natürlich dann hier mit der Fläche. Ich werde hier nochmal hier was wegsägen und da hinten, dass ich dann hier einmal so eine Luke habe, dass ich das hier hochklappen kann und den Stauraum da unten befüllen. Das Gleiche natürlich hier auch. Das da ist auch geteilt, sieht man hier. Da muss ich gerade gucken, wo ich die Scharniere gelassen habe. Wenn ich die da habe, kann ich das gleich mal ausprobieren. Aber ich glaube, die habe ich irgendwo gut hingelegt und ja, mal gucken. So, neuer Zwischenstand. Ich habe jetzt hier die Seitenwände und den Boden verleimt. Und hier, das ist die eigentliche Sitzfläche. Da habe ich jetzt hier die Klappe ausgesägt. Die steht übrigens hier. Das ist die hier. Wenn es dann hier trocken ist und die Zinge da weg ist, dann kann ich das hier auch festmachen. Dann wird hier mit Scharnieren die Klappe festgemacht. Und dann kommt hier hoch noch die Rückenlehne mit der Klappe. Und dann sind die Sitzgruppen soweit fertig. Okay, das ist jetzt hier soweit die Sitzgruppe und der Doppelboden. Da oben liegt noch hier irgendwo da der Schlauch zum Befüllen des Tanks, der unten reinkommt. Dafür muss ich in der Außenwand noch hier den Einfüllstutzen und die Außendusche reinschneiden. Das kommt noch.
Wenn ihr jetzt Ideen habt, was ich hier noch optimieren kann, ich bin überlegen, wie ich das Doppelbett, sag ich schon, das Bett da richtig baue und auch den Tisch, der da noch rein muss. Da würde ich überlegen, ich habe ja hier, hörte, da oben liegt es, hier noch XPS-Platten von meinem Experiment für die Hängeschränke über. Ich würde überlegen, ob ich daraus nicht einfach mal versuche, das Bett und den Tisch zu bauen. Das wäre gewichtsmäßig optimal, handwerklich ein bisschen eine Herausforderung, das stabil hinzubekommen. Ja, auf jeden Fall, das war es soweit von mir heute. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren und unten drunter kommentieren. Das wäre optimal. Wenn ihr Ideen habt, was ich hier noch machen könnte, optimieren könnte, gerade auch hier, ne, wie ich da diesen Schrank hier vorne machen sollte, was ihr Ideen habt, sagt sie mir einfach, schreibt es rein. Ich bin immer offen für Vorschläge. Ich bin nicht unbedingt hier, ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Dann wünsche ich euch noch jetzt ein schönes Wochenende und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.